Was? Hä, wie geht das denn? Oh mein Gott. Komm. Das ist so witzig, wenn der andere ihm wieder... Hey Leute, CryMax hier und heute gibt es mal wieder ein weiteres Reaction-Video auf meinem Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Und zwar werden wir heute mal auf die coolsten Fortnite-Fails zusammen reagieren. Ich glaube, es wird mega witzig, Leute. Ihr kennt diese ganzen Fails. Man findet irgendwie eine goldene Scar und läuft in eine Falle rein oder irgendwie sowas in der Art wird das, glaube ich, sein. Also verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, lehnt euch zurück und ich glaube, es wird ziemlich witzig werden. Folgt mir jetzt noch auf Instagram und bevor es hier mit dem Video losgeht, will ich euch noch kurz ein Spiel zeigen. Gönnt euch das Game und dann geht's hier direkt los mit dem Video. Okay, meine Freunde, und zwar geht es um das Spiel Leech of Pirates. Das könnt ihr zwar im Hintergrund eingeblendet sehen. Das ist eine kostenlose App. Könnt ihr euch alle runterladen. Im App Store. Link ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Und ihr könnt es jetzt hier sehen. Dieses Spiel ist ein Piratenspiel. Ihr seid als Pirat unterwegs, wie der Name auch schon sagt. Und das ist mega, mega cool. Denn ihr könnt hier erstmal, bevor ihr in den Kampf zieht, geht ihr hier erstmal auf eure, ich sag jetzt einfach mal Garage, kann man eigentlich schon fast sagen. Hier könnt ihr dann eure Schiffe sehen, die ihr habt. Ich habe jetzt erst ein Schiff. Ich bin eigentlich noch ziemlicher Anfänger, bin ich ganz ehrlich. Aber euer Schiff könnt ihr immer wieder auftunen. Ihr könnt da neue Kanonen reinballern. Ihr könnt die Kanonen verstärken. Ihr könnt Schild und so weiter, Segel, alles verbessern. Also ihr könnt euer Schiff quasi noch auftunen, damit es für den Kampf besser ist. Jetzt geht's aber in den Kampf, Leute. Warte auf Spieler. Okay, meine Freunde. Es geht ins Gefecht. Ey, oh mein Gott, wie viele Gegner sind hier. Ihr seht, die müssen immer in dieser Schusslinie sein. Komm, bam. Da habe ich ihm auch mal Damage gegeben. Bam, noch ein 19er Treffer. Nochmal 19er. Oh mein Gott, Digga, was sind echt viele Gegner hier für mich. Oh mein, oh nein, Alter, da ist ein fettes Ungeheuer. Gut, da bin ich raus, Leute. Da bin ich raus. Okay, er wird durch das Ungeheuer auf jeden Fall safe zersägt werden. Und er ist wieder parallel zu mir. Bam. Oh. Alter, hier geht's richtig ab, meine Freunde. Hey. Warum trifft er ihn nicht? Oh mein Gott, Digga, die eine riesige Seemonster greift mich an. Einfach rein, Leute. Einfach rein hier. Was ist da los, Mann? End. Okay, ich bin gespannt auf den Punktestand. Ich glaube, die Punkte werden danach entschieden, wer die meisten Treffer und wer noch am meisten Leben und so weiter hat. Und bam, Alter. Was ist da los? iCramix hat gewonnen. Ja, also Leute, ihr habt gesehen, weil wir die meisten Treffer gelandet haben und am wenigsten Damage kassiert haben, sind wir jetzt Erster geworden, haben die Runde gewonnen und deswegen checkt das Spiel auf jeden Fall mal aus. Leech of Pirates unten in der Videobeschreibung, gönnt euch das Game und ansonsten würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit den Videos. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit der Fortnite Fail Compilation. Wir werden uns gemeinsam anschauen, schreibt in die Kommentare, ob ihr lachen musstet und los geht's. Okay, es geht los. Jemand landet, immer, also alles ganz gechillt, er landet, macht Kiste auf. Oh, wow, Goldscar. Er sagt doch schon, er hat eine Goldscar gefunden. Und er macht noch eine Kiste auf. And a golden sniper. Golden Sniper, auch gut. Oh, Steps, Steps, Steps. Wow. Bruder, Steps! Er schreit. Aber warum achtet er nicht auf die Steps? Das hätte selbst ich gehört gerade. Let's go. Ich bin gespannt, was noch so alles dabei sein wird. Okay. Er ist gerade noch in der Lobby. Okay, ich... Wie konnte er ihn... Ach, oder nein, er ist rausgegangen in dem Moment. Ich glaube, er ist in dem Moment rausgegangen. Deswegen sah es so aus, als hätte er ihn weggeboxt. Okay, er ist als Busch unterwegs. Nein, noch ein... Ey, verdient, Bruder. Ich, die ganzen Busch-Leute. Das ist verdient. Boah, er schießt ihn weg, er schießt ihn weg. Er checkt gar nicht die Lage. What? What? Er schießt komplett irgendwo nach Kosovo, Albanien und trifft ihn trotzdem. Krass. Boah, er hat Lenkraketenwerfer, er will sich selbst. Gut, das war halt auch nur Dummheit. Ich hab mich auch gerade gefragt, warum macht er das im Haus? Aber okay. Er ist als John Wick unterwegs. This game shit. Gut. Dachte wohl, er kann fliegen oder so. Okay, Tilted Tower Lifestyle. Was? Hä? Bruder, wo kam er denn her? War das der Schrank von Narnia oder war der versteckt? Oh no! Digga, was? Okay, er macht Jumping Action, ziemlich kleine Zone auf jeden Fall schon. Da ist der Gegner vor ihm, er denkt mit Spaten kann er... Oh, Digga, was machst du denn? Okay, achso, er hat nur Sniper. You're dumb, bro! Lord. Lord. Nein! Nein! Geil! Nein, er schießt einfach den Gegner weg! Was ist das denn? Er schießt einfach den Gegner weg! Die Falle hat selbst ich gerade gesehen. Aber okay. Was? Er hat seinen Bauplan verloren oder so. Was mit ihm, ey? Ach, das war diese Zeit, wo der Bug immer war, wo die Waffe hängen geblieben ist. Okay, die haben ein Baumhaus gebaut.
Oh, mies Zeiten, Bruder. Mies Zeiten. Was? Hä, wie geht das denn? Ganz komische Glitches, meine Freunde. Es geht doch. What? Alter, ich muss mal mehr Glitches in Fortnite machen. Richtig geil. Oh, mies Zeiten. Miese Zeiten, die Granate. Okay, er baut hier schiefen Turm von Pisa. Na, oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Er pumpt ihn in die Falle rein. Er wird so safe gleich sterben. Mit Falle. Ich wette, er bringt sich selbst um, ja. War klar. War klar, meine Freunde. Er hat keine. Oh mein Gott, das sind immer miese Zeiten da oben, wenn man keine Waffe findet. Ey, wenn er es jetzt schafft, mit Granaten umzurotzen, dann ist der andere echt der schlechteste Spieler. Das sind echt richtige Fails dabei. Wie geht das? Oh mein Gott! Das wollte ich schon immer mal machen. Geil. Der Schrei regelt. Der Schrei regelt. Okay, er steht irgendwie AFK da oder so, er checkt nicht, weiß auch nicht. Boah, das ist aber echt so mies, Leute. Man will sich irgendwie durchbauen, die bauen oder schießt auf Gegner und die bauen immer wieder Wände, das ist so nervig. Der Arme. Achso, nee, das ist sein Teammate. Achso, sorry, ich dachte schon. Ich dachte, es wäre der Gegner, aber es war sogar sein Teammate. Aber bei Gegnern ist auch nervig. Ja, er wird jetzt eh. Achso. Oh. Er ist down und er schießt ihn. Ja, komm, schieß ihn aus der Zone raus, Bruder. Schieß deinen Mate weg. Ey, was zur Hölle, Leute. Oh! Was geht da ab? Alter, wie viele Fallen sind da? Oh, ja. Wieso? Nein! Digga, er trollt ihn richtig. Komm, mach nochmal Schere, Stellen, Papier, Digga. Es wäre geil, wenn er ihm jetzt Turndown gibt. Wenn der andere sich einfach umdreht und ihm direkt Kopfschuss gibt. Komm. Das ist so witzig, wenn der andere ihm direkt Kopfschuss gibt. Haha! Digga, fürs Trollen, ja? Nice, Alter. Okay, mal. Bruder, was ist mit ihm? Er fliegt einfach aus der Map raus. Was ist mit ihm, Alter? Okay, komm, hol die Ressourcen. Ich höre Fortnite, das Spiel ist einfach. Da muss jetzt irgendwas mega Dummes passieren. Ah, die jagt ihn jetzt zusammen. Der wurde richtig zusammengejagt von seiner Gang, Leute. Okay, er ist down. Er hat aber noch einen Teammate. Oh mein Gott. Er macht Rettungsaktion für seinen Teammate. No way. Nein, er fliegt den Teammate. Geil. Nein. Und dann wird er weggesniped. Bruder, ich hab seinen Mate schon so gefeiert gerade. Okay, es sind ja hier Fails. Muss ja irgendwie sowas passieren. There we go. Ja. No way. Wie sich alle feiern, wenn sie die Gegner damit wegschießen. No. Er muss irgendwie runterfallen oder so. Irgendwas Dummes muss passieren. Oh mein Gott, mit einem Leben. Oh shit, Leute. Er hat ein Leben. Gut, ne? Hä? Was versucht er denn? Nein! Wie
geil, Alter. Wie geil war das Ende, bitte? Warum versucht ihr die auch durchs Fenster rauszuschießen? Seit wann soll das denn gehen, ey? So, meine Freunde, dann würde ich sagen, das soll es von diesem Video gewesen sein. Schafft natürlich noch, es hat euch gefallen. Wenn es dann verprügelt, wie immer, den Like-Button. Abonniert meinen Kanal, um nicht dazu zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix. Und folgt mir auf Instagram.